Hallo liebe Tabletop-Freunde, heute mal ein Showcase von mir, dem Schleppi, zu meinen Skitaris. Nur Skitaris, weil ich denke mal, die Punktanzahl, die lässt sich schon so sehen. Da mache ich dann zwei Videos draus, einmal über Skitaris und einmal über den Kult Mechanicus. So wie die hier stehen, meine ganzen Skitaris sind das ohne Heckmeck und ohne Unfug, was ich jetzt noch da hätte reinhauen können, 2000 Punkte. Also ist schon meines Erachtens nach beachtlich für nur Skitaris. Kommt aber auch noch eine ganze Menge mehr dazu. Fangen wir an. Mein gespielter Kriegsherr, das wäre Ihmchen hier, wird begleitet von einem 10er-Trupp Vanguards mit Plasma. Sind eigentlich immer Omnispecs mit in meinen Trupps mit drin, weil die 10 Punkte, die nehme ich mir eigentlich immer mit. Die sind es auf jeden Fall wert, ist kein Unfug. Im zweiten Trupp auch 10 Mann Omnispecs. Mit Arc Rifles, also diese Lichtbogengewehre, werden auch vom Alpha begleitet, ist ja zwangsläufig, müssen die ja dabei sein beim 5-Mann-Trupp, immer ein Alpha dabei, also keine Option. Der dritte Trupp ist wieder ein Plasma-Trupp, auch mit Omnispecs, weil ich denke mir mal, Plasma ist eigentlich so mit am effektivsten bei denen, je nachdem ist man halt sehr flexibel. Und die Lichtbogengewehre sind auf jeden Fall auch ganz nett, besonders wenn die in Schnellfeuerreichweite sind. Aber Plasma, besonders im Kriegsherrntrupp, richtig böse, wenn man die Einzelnen wiederholen darf durch das Kontingent bzw. Battle Manipel. Crux Mechanicus bekommt man Erzfeind bzw. der Kriegsherr und sein Trupp. Dann habe ich hier noch den letzten Trupp Vanguards, das ist so, ich sag mal, der Resteposten, da ist nur noch ein Lichtbogengewehr mit drin. Ansonsten Radium, Karabiner und Alpha, also nichts Besonderes. Das ist einfach so die restlichen, die noch übergeblieben sind. Ja, dann ein 10er Trupp Ranger, wie man sieht, sehr pro-painted. Sind nämlich meine ersten Skitaris, die ich überhaupt angemalt habe, bis auf die Arkebusen. Zwei Arkebusen sind drin, die dritte wird demnächst auch noch dazukommen. Bis dato ist da noch ein Lichtbogengewehr drin, Omnispecs und Alpha. Im Elite-Slot sind einmal ein Trupp Infiltrators mit Taserlanzen und Flashettblastern. Dann einmal Ruststalkers mit Doppelschwert. Einmal Ruststalker mit Callerklaue und Messer. Transorische Messer. Und nochmal Doppelschwert. Wie man sieht, auch etwas ältere Modelle durch die blauen Schwerter. Werden demnächst auf jeden Fall alle nochmal bearbeitet, überarbeitet, weil nächstes Jahr steht bei mir großes Adeptus Mechanicus an, in allen Formen, sprich 40.000, 30.000, alles drumherum, wird sich nur um Mechanicus drehen und dann wird hier alles mal ein bisschen gepusht. Im Fast Attack Slot bis dato nur zwei Dragoons, werden auch mehr werden, beide mit Taserlanzen. Ausgestattet. Alternativ könnte ich auch das Radium Jazel spielen, wegen Magnet und so. Jo, brauche ich ja eigentlich nichts weiter dazu zu sagen, sind halt Dragoons. Schnell, mobil, haben Kreuzfahrer, sind schnell bei Missionsziele und schnell beim Gegner. In der schweren Unterstützung drei Dune Crawler. Zweimal mit dem Neutronenlaser und dem Stubber. Einmal Icarus Waffenstation und einmal den Ballistari mit Laserkanone. Alternativ auch spielbar mit Maschinenkanone.
Diesen hier ist jetzt der einzige, der magnetisiert ist. Den könnte ich noch einmal den Vernichtungsstrahler dran machen. Weil, erste Armee und so, habe ich früher nicht drüber nachgedacht, über Magnetisieren und keine Ahnung, nie so wirklich Gedanken gemacht. Aber dazu kommen auch noch zwei Dunecrawler werden noch dazu kommen, es werden noch ein paar Dragoons dazu kommen. Definitiv mindestens ein Trupp Ranger kommt noch dazu, wenn nicht sogar zwei. Muss ich dann mal schauen, wozu ich mich dann entscheiden werde. Ja, mal sehen. Ballistari werden definitiv auch nochmal 2 bis 3 dazukommen. Also wird auf jeden Fall nochmal so gute 1000 Punkte werden hier nochmal zustoßen zu den jetzt schon vorhandenen 2000. Zum Thema Cult Mechanicus werde ich einen zweiten... einen zweiten Showcase machen. Und wenn ihr jetzt weiter oder noch mehr über die Skitari wissen wollt, dann guckt einfach mal in den Einsteigerleitfaden, der bis dato wahrscheinlich schon 1, 2, 3, 4 Serien draußen sind. Wenn ihr irgendwas darüber wissen wollt, da erkläre ich dann ein bisschen mehr über die Skitaris. Ich wollte euch einfach nur heute mal ein bisschen hier zeigen, was so am Start ist bei mir, was noch Planung ist. Jo, und... ich würde sagen, dann bin ich mal raus und tschüss.